Willkommen zurück zu... Richtig, Ninja Gaiden 3, yay! Beim letzten Mal haben wir hier schon ordentlich verkackt und heute wollen wir das irgendwie so ein bisschen verbessern. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das so vorstelle. Das fängt ja schon gut an. Wenn hier schon wieder 300.000 Sachen einfach so von überall herkommt, dann kannst du auch schon wieder tot sein. Die erste halbe Minute und wir sind schon einmal gestorben. It's Ninja Gaiden. Es ist auch so ein kleines Dark Souls der damaligen Zeit sozusagen, nur irgendwie noch schlimmer. Ja, super, spring einfach nicht nach da hinten hin. Ja, ist gut, weil da einfach gestoppt wirst von irgend so Mistdingens. Gut, halt hier nochmal, zack. So, auch weg. Gut, ich muss ein bisschen auf meine Energie aufpassen. So, okay, da haben wir auch wieder Energie, sehr schön. Gehen wir hier mal hoch. Hier haben wir es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt noch irgendwie zu dem darüber springen können. Nein, da bin ich zu früh wieder aufgestanden. So. Und hoch. Nein, ja, spring einfach gegen ihn. Ja, lass dich von hinten treffen. Ich muss ja auf so viele Dinge achten. Ich meine, ist es natürlich gut, ne? Ich meine, besser als auf nichts achten zu müssen. Aber gleichzeitig ist es halt auch so ein gewisses Ding der Unmöglichkeit halt einfach nur für mich, weißt du? Und das ist halt so das, was halt wirklich das Schlimme daran macht. Das einfach so nahezu schon unfair gestaltet ist. Da bräuchte ich eigentlich irgendwas, um da drüben halt auf das Auge zu werfen. Aber ich hab nix. So, dann muss ich jetzt hier das Timing abpassen, da ich jetzt nicht von unten da von den Stacheln getroffen werde. So ungefähr. Ja, das würde gehen. Na, ja, natürlich trifft mich das UFO nochmal. So, der weg. Muss ja da drüben an die Kette gleich ran. So, ducken und da unten ist die Tür. Da wollen wir durch. Auf jeden Fall. So, und durch da. Nein, okay. Was? Nein, Boss Time. Ach, komm schon. Nein, hat er mich getroffen. Volle Möhre. Oh Gott. Ah, ah. Oh Gott. Macht er da... Wow. Wow, da kommt er einfach aus dem Boden wieder. Ist doch nicht der Possibility. Mal ganz ehrlich. Also das hat mich jetzt schon irgendwie fast schon erschreckt. Also natürlich habe ich es erwartet, aber nicht auf diese Art. Ja, okay. Also wir brauchen definitiv mehr Leben, dass wir dann irgendwie was von dem mal aushalten. Das wird halt dann problematisch. Nein, ja, duck dich, ey. Ist doch nicht wahr. Gut, ich nehme halt diesen Gang jetzt hier. Ich weiß, dass ich jetzt keine Chance mehr habe gegen den Boss. Also jetzt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt halt nicht. Darum nutze ich jetzt den Versuch jetzt einfach nochmal zum Testen hier. Na, okay. So viel zum Testen. Für mich ist halt jetzt auch gerade halt mehr wichtig, dass ich hier durch das Level halt an sich halt durchkomme. Ne, natürlich halt nach Möglichkeit, ohne irgendwie großartig getroffen zu werden, wie jetzt hier von den Stacheln schon wieder, ist ein Traum. So, warte. Natürlich, der trifft mich an der Ferse. An der Achillesferse trifft er mich. Ist doch wahr. So, warte. So, hier auch nochmal, zack. Und durch da. Das erfordert so viel Konzentration, das ist unglaublich. Da bin ich einfach nicht gewohnt. Jetzt wieder hier Timing-Sache und sowas. Ja, voll gutes Timing. Best Timing-Moment ever. So, weg mit dir. So, warten. Nein, das wird nichts. Okay, also es bringt nichts, da jetzt durchzurennen, weil dafür brauchen wir einfach zu lange. So, das ist das. Na ja, lauf in den Ninja rein und fall einfach in die Stacheln. Es ist doch nicht wahr. Nee, ehrlich, das geht doch nicht. Okay, der war jetzt vielleicht unnötig, aber was soll's. Rüber da den Allemis, wir müssen hier noch zum Endboss. Dum, 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 dum. Ich habe bestimmt noch gar nicht erwähnt, dass mir diese Musik gefällt, ne? Noch gar nicht. Oh komm. So.
Och nee, jetzt habe ich den da drüben auch gepult. Verdammt, okay. Muss ich also echt voll mega aufpassen. Darfst halt nicht so weit gehen, sonst pulst du gleich das nächste und hast dann den nächsten Mist am Hals. Das muss natürlich auch nicht sein. Nein, da haben mich die Stacheln noch erwischt. Ist es denn wahr? So. Durch da. Weißt du, entweder ich lasse mich hier von den Stacheln treffen oder aber von dem Ninja da. Dabei ist der Ninja eigentlich so das geringste Problem, habe ich so das Gefühl. So, und ducken. Nein! Ich wollte mir ducken! Scheiß Xbox-Steuerkreuz hier, ist doch wahr. Na, spring einfach mit Kopf voran in diesen ollen. Was ist das? Augenglipperball? Frag mich nicht. Gut, Mama, gut. Steve wird noch ein richtiger Pro-Gamer. Ja, manchmal spreche ich mit mir aus der zweiten Person oder auch aus der dritten Person. Das ist unglaublich manchmal. Es liegt nur an einem bestimmten Theaterstück, an dem ich mal teilnehmen musste. Was auch sehr viel Spaß gemacht hat, ohne Frage. Ach shit, jetzt habe ich da dieses Auge zur Hälfte gepolt. Ja, komm. Du musst echt so pixelgenau aufpassen, wo du hintrittst, nicht, dass du zu viel pulst. Das ist unglaublich. Ja, okay, gut, ja. Kann ich schon wieder knicken. Wenn wir dann mal tatsächlich einen Versuch hinkriegen, dass wir vor der Bosstür stehen und denken so, jo, ne, wir haben volles Leben, dann müssen wir echt da nochmal Safe-Step machen. Weil so geht das ja nicht. Das geht doch nicht. So, nein, ich gehe da jetzt nicht runter. Bin doch nicht doof. Bin doch nicht Mediamarkt. Und dieses UFO hier verstehe ich auch nicht. Weißt du, manchmal spawnt es hier, manchmal spawnt es hier. Hä? Wahrscheinlich je nachdem, wie schnell ich mich bewege oder sowas. Das war doof, aber ich bin jetzt auch schon allgemein verwirrt. Das war nicht geplant, okay. Gut. Siehst du, jetzt ist es hier und ein anderer. Ach so, das ist das andere UFO. Ah! Dann kann ich das vielleicht auch wieder rausglitschen oder sowas. Warte. Wie machen wir das hier? Wir machen hier mal den hier. Springe ich hier so runter. Dann kriegt mich der von oben nicht. Dann brauche ich hier nur runterfallen. Und auf das Beste hoffen. Das sieht gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben es soweit. Wir sind hier. Ich speichere hier. Na, einfach weil. Wir wollen hier auch irgendwann nochmal durchkommen durch das ganze Spiel. So, dann schauen wir mal. Oh Gott. Okay, jetzt bullelt er sich ein. Wir gehen hier in die Ecke. Macht, glaube ich, dreimal hier. Also insgesamt vier, fünfmal. Okay, ja, okay. Und dann spawnt er so instant. Okay. Oh Gott. Das ist ja ein Traum. Das ist ja echt. Weißt du, er castet fünfmal sein olles Feuerrad. Und dann sollst du so instant einfach mal ausweichen. 4, 5. Okay. Also es war nicht direkt dort, wo ich stehe. Das ist ja schon mal gut. Man muss ja austesten. Den Boss verstehen. 2, 3, 4, 5. So, okay, verstehe. So, 3, 4, 5 und weg hier. Ja, okay, hat er mich erwischt. Aber jetzt kriegen wir ihn. Yeah! Na, wenn man halt sowas versteht, wenn du dich halt wirklich mit so einem Boss auseinandersetzen kannst und nicht erst 300.000 Mal dann nochmal durch so ein Level musst, dann ist es natürlich einfach. Ryo, I knew you would come. Hä? Huh? I remember you. I'm Clancy. I've been working on the biohazard plan with Foster. Ach ja,
Clancy. Jeder erinnert sich an Clancy. I can't work with him anymore. He has secretly created a monster called a Bionoid. What's a Bionoid? There's an open seam between dimensions that was created when the demon died. Den Dämon, den wir getötet hatten damals. An unlimited supply of life energy is flowing from the seam inside the wounds of the fortress. Foster has rebuilt the fortress and was doing transformation experiments with life energy. Bionoids are superhumans that have been transformed with life energy. Was it Bionoid that killed Irene? Yes. And Foster's in control of the Bionoids. Foster, die olle Sau. I don't have the power to stop him. Rio, you are my last hope. Stop Foster. Die Frage, die ich mir halt immer so stelle. Wir machen ja halt jetzt nochmal hier ganz kurz Pause. Nein! Jetzt habe ich da eine Katze übersprungen. Das wollte ich nicht. Scheiße. Ja, so ein Kack aber auch. Ich wollte nicht die Katze überspringen. Nein, ja, renn einfach rein. Ist doch wahr. Ja, es wird schon wieder nichts. Ich sehe das schon kommen. Jetzt trifft er mich hier gleich. Oder auch nicht. Okay. So. Dann gehen wir halt die Cutscene jetzt hier nochmal durch. Ich wollte die andere Cutscene nicht überspringen. Echt nicht. Rio, I knew you would come. Jetzt kann ich auch mal so ein bisschen dazwischen reden. Ich frage mich halt so ein bisschen. Also hier sowieso in den ganzen Cutscenes so lernst du jedes Mal neue Leute wieder kennen. Oder halt alte, bekannte Gesichter. Und ich frage mich da halt so jedes Mal. Wie kommen dann diese Leute dahin, wo ich jetzt gerade bin? Weißt du, muss ja vorstellen, Rio steht da vor diesem Boss, den er halt gerade so erledigt hat und sowas, weißt du? Denkst du so, boah, ist das eine geile Leiche, ne? Und dann kommt von hinten, meistens kommt immer von hinten irgend so ein Scheiß-Depp an, der sich wahrscheinlich auch durch das ganze Level geprügelt hat, nur um mit dir zu sprechen, weil er genau wusste, du stehst jetzt bei dem Endboss und denkt sich so, scheiße. Ne? Also eigentlich so nach dem Motto so, hihihi, er hat jetzt den Boss erledigt, da muss ich das nicht tun, ne? Und bla 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 bla. Ne? Und nur um halt da mit Rio zu sprechen. Habe ich so das Gefühl. Und dann kämpft er sich halt, hier, der Clancy oder wie auch immer, ne? Kämpft sich dann nur um durch das ganze Level, das sowieso schon so beschissen ist, weißt du, und hat nicht mal Ninja-Kräfte. Weißt du, er sieht aus wie so ein ganz normaler Guy. Und kommt er daher. Redet erstmal mit Rio. Einfach mal so, weißt du? Macht natürlich auch hier die ganzen Fallen und Gegner und sowas, die ganzen Dinger da über Klippen und sowas hinüberspringen und dranhangeln und ich weiß nicht was. Nur um da hinzukommen. Weil er genau weiß, Rio steht da oder so. Ich verstehe es manchmal nicht. Was machen solche Leute an so einem Ort? Ich meine, in Normalfällen. Ist ja nicht so, als würde der jetzt schon vorher da rumstehen, denke ich mal. Ne? Und. Ne? Also, wirklich. Aber naja, wir sollen Foster stoppen. Wer hätte es gedacht? So, Cutscene. So, this is Foster's Castle, Rock Fortress. Ja, das ist ja natürlich auch schon episch für die damaligen Verhältnisse. Gut, ja, dann gucken wir mal jetzt, dass wir das hier einigermaßen... Ach, scheiße, jetzt kommen diese Dinger wieder an. Ja, das... Och, nein, ne? Ich hänge mich hier einfach mal ran. Das klappt eigentlich so ganz gut, wenn ich immer in Bewegung bleibe und hier einfach mal durch die Tür gehe.